Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Battlegrounds bekommt ein komplett neues Spielelement. Das wollen wir uns natürlich kurz angucken. In wenigen Sekunden, bis gleich. So, ja, schön, dass ihr da seid. Battlegrounds ist nicht so häufig hier vertreten, aber wenn es so eine grundlegende Spielmechanik Erneuerung, Veränderung gibt, dann wollen wir natürlich auch kurz drüber sprechen. Vorneweg, morgen am Donnerstagabend sollten die Patchnotes kommen und wir werden dann sehr, sehr schnell ein Video drüber machen. Wahrscheinlich bin ich nämlich nicht am Streamen. Also rechnet Donnerstagabend, wenn die Patchnotes 19, 20 Uhr kommen, rechnet 20, 21 Uhr mit dem Video. Wenn die Patchnotes sehr, sehr spät kommen, spätestens am Freitagmorgen gibt es das Video auf jeden Fall. Ich hoffe aber am Donnerstagabend, wo wir dann alle Patchnotes zu Mercenaries, Battlegrounds, Duels, natürlich Standard und Wild, die Nerfs, wo wir alles besprechen. Also Donnerstagabend sollte dieses Video kommen, auf das ich mich sehr freue. Ja, kommen wir zu Battlegrounds. Was kommt? Die Buddies kommen. Also jeder einzelne Held, und mittlerweile sind es ja glaube ich so 70 oder so, oder noch mehr, ich habe keine Ahnung, bekommt einen Buddy, einen kleinen Freund, den er sich erspielen kann. Und dafür müsst ihr so eine Leiste füllen, so eine Ultimate-Leiste quasi. You have a special Ultimate Bar you need to fill by completing different objectives. Die sieht so aus. Also das ist eure Leiste. Wenn ihr sie bis dahin füllt, habt ihr sie das erste Mal füllt, dann bekommt ihr einmal euren Buddy. Wenn ihr sie komplett füllt, also wenn ihr sie nochmal füllt, dann bekommt ihr zweimal euren Buddy. Wie füllt ihr diese Leiste? Ihr füllt diese Leiste einfach, indem ihr gewinnt, indem ihr Schaden macht, indem ihr Gottesschilder prockt, indem ihr Diener spielt oder keine Ahnung. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Was stand hier als Beispiel? Schaden machen, Divine Shields procken, Kämpfe gewinnen, genau. Also es gibt so verschiedene Tasks, die recht simpel sind, die meistens relativ nebenbei laufen, womit ihr halt diese Leiste füllt. So ungefähr Tavern Tier 2, Tier 3, also Turn 5 ungefähr, ist glaube ich die erste Leiste ungefähr voll, hatte ADU in dem Video gesagt. Keine Ahnung, ob die zweite Leiste dann so Turn 8, 9, 10 voll ist. Irgendwie so wird es wohl sein. Im Early Mid Game wird wohl die erste voll sein, im Late Game wird dann irgendwann die zweite voll sein, so wird es wohl irgendwie funktionieren. Ja. Auf jeden Fall bekommt ihr diesen Diener dann, also jeder hat einen ganz eigenen Diener mit einem eigenen Effekt, den ihr halt, ihr könnt ihr nicht anderweitig bekommen, ihr kriegt den nur, wenn ihr diese Leiste füllt. Also das hier ist der Brukan-Diener, der Brukan wurde ja auch vorgestellt als komplett neuer Held. Und das hier ist der Brukan-Raptor, also den ihr bekommt ihr einmal, wenn ihr die Leiste bis hierhin füllt und ihr bekommt ihn noch zweimal, wenn ihr die Leiste bis dahin füllt. Habt ihr den ersten bis dahin behalten, ist das wie immer in Battlegrounds, dann fusionieren die und werden zu einem goldenen Diener, der dann quasi den gleichen Effekt hat, nur halt natürlich ein besser, aber das kennt ihr Battlegrounds-Spieler ja besser als ich das tue. Ja, im Endeffekt ist es das auch. Also jeder Held hat diese Leiste, jeder Held hat irgendwie eine Aufgabe, die er erfüllen muss, um diese Leiste zu füllen. Einmal gefüllt, kriegt man den Buddy einmal, nochmal gefüllt, kriegt man den Buddy zweimal, hat man den ersten behalten, hat man ihn dreimal, wird er zum Goldenen. Und jeder hat halt einen Spezialeffekt, der irgendwie zu dem Helden passt, den man halt so spielt. Bei Brukan kann man halt, also Brukan ist der neue Held, können wir mal kurz darauf eingehen, kann man halt eine von den drei Sachen aussuchen, also du kriegst immer drei Sachen zum Angebot, die du aussuchen kannst, kostet null, also kostet absolut nichts, sind halt kleinere Effekte, aber dafür kosten sie nichts, du kannst einen davon aussuchen und der Typ merkt sich die halt. Also wenn du die Heldenfähigkeit benutzt, merkt er sich die und wenn er dann stirbt, dann prockt er die ganzen Effekte, die du bis dahin gemacht hast, weil er sich die alle merkt. Und er macht, der Goldene macht sie halt zweimal. Ja, hier können wir mal gerade nur so als Beispiel, hier ist der von King Mukla. Nachdem du eine Banane gibst, kriegt der +1/+1. Hier ist der von Milaus Mana Sturm. Nachdem du einen Diener gekauft hast, adde einen der gleichen Stufe, der gleichen Tavern-Stufe in die Taverne. Hier halt zwei. Hier ist der von Hooktask. Du kriegst drei Angebote ich weiß gar nicht, was Hooktask macht, deswegen ist es für mich immer schwierig, aber du kriegst auf jeden Fall drei Optionen, nicht nur zwei, hier kriegst du vier Optionen, nicht nur zwei. Das ist der Typ von Patchwork, der gibt irgendwie Leben und so weiter und so fort. Also ihr könnt, ich bin hier auf Out of Cards, guckt euch die Helden an, die alle werden ja, heute werden nochmal ganz viele revealed. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag, da kommen stündlich, kommen hier irgendwie diese ganzen Buddies, die könnt ihr euch halt angucken. Für euch ist nur wichtig, dass ihr wissen müsst, jeder Held bekommt einen Buddy, es gibt diese Leiste, die ihr halt füllen müsst, Stufe 1, Stufe 2. Und welche Effekte die Buddies dann haben, das könnt ihr euch ja dann in Ruhe angucken. Da habe ich selber viel zu wenig Ahnung von, da ich es halt null spiele.
Insofern nützt es euch das auch nicht, nützt es euch auch nichts, wenn ich dazu irgendwas sage. Ja, ich denke, das ist echt cool. Also Battlegrounds ist ja ein super Modus und der wird ja auch wirklich supported ohne Ende. Und ich denke, das könnte eine weitere coole Sache sein, die ich glaube jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass das diese Mechanik den Modus jetzt kaputt macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, bestenfalls bringt sie nicht viel Neues oder es macht jetzt auch nicht das Spiel viel besser. Aber schlechter glaube ich auch nicht. Und es ist ja ein gutes Spiel insofern. Und insgesamt ist es doch, glaube ich, nochmal eine taktische Note, die vielleicht das Spiel auch jetzt wirklich dann nochmal sehr viel interessanter macht, gerade für die erste Zeit. Ja, ich wollte es euch nur kurz zeigen. Wir freuen uns jetzt auf die Patch Notes am Donnerstag, also morgen, die wir dann gemeinsam durchgehen. Da bin ich halt sehr, sehr gespannt, was noch alles kommt. Mercenaries spiele ich auch nicht mehr, aber trotzdem freue ich mich, wenn ein bisschen neuer Solo-Content kommt. Und natürlich Standard, damit wir vom Schurkenstone wegkommen auf die Nerfs, was da so passiert. Vielleicht sind ja noch irgendwelche Geheimnisse oder Spezialsachen dabei, von denen wir noch gar nichts wissen. Irgendwelche Skins oder Shop-Angebote, die uns noch überraschen. Ja, mal gucken. Ich freue mich drauf. Wir werden das auf jeden Fall hier besprechen. Bleibt gesund. Wir sehen uns hier auf YouTube oder natürlich fast täglich auf Twitch. Bis dann. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.